Hallo und herzlich willkommen zum Let's Show von Titan Quest Anniversary Version Legend of Champions Mod. Ja, in diesem möchte ich einfach euch zeigen, was ich denn so spiele. Und ich spiele Legend of Champions, das ist ein Mod, der gibt es auch auf Steam. Ich habe ihn über die Steam-Version, weil ich das Spiel auch auf Steam habe. Und habe jetzt hier so, ja, schon recht viele Charakter erstellt. Die auch schon extrem gute Items eigentlich haben für Neuanfänger, also ja, nicht so oft spielen. Und ich habe einfach mal so ein paar Charakter durchgeschaut und bin dann beim Druiden hängen geblieben. Weil der Druide, der verbindet einfach sehr viel Leben mit Angriff, das brauche ich einfach. Und deshalb möchte ich den mal zuerst ein bisschen vorstellen. Ist leider noch ein bisschen zu laut, ich muss ihn leise stellen. Also ich glaube, das geht halt einfach nicht so gut. Weil das hat man wie eine andere. Ja. Ja. Kann es leider nicht so machen. Aber auf jeden Fall. Da habe ich noch hier viele Items, die leider nicht alle irgendwo hinlegen kann. Das ist so wahnsinnig, wie viele Items ich erbeute. Ja, toll. Soll ich jetzt mal, müssen wir vielleicht noch ein bisschen austauschen oder so. Geist. Wieso habe ich das vorher nicht zum Geist getan? Ja, machen wir einfach mal so. Hä? Ich wollte sowieso Schriftrolle der Arkanen Macht verwenden für die, für das Blattlied. Da brauche ich noch reines Gefieder, da habe ich eins. Das ist Fledermaus, da habe ich vier. Nein, das ist eben. Wo habe ich jetzt das hingetan? Da. Drei habe ich. Da müssen wir noch sammeln. Und ja. Es läuft manchmal nicht flüssig, das tut mir einfach leid, das ist wegen Fraps, aber es geht gut genug. Heute möchte ich einfach noch ein bisschen weitermachen, damit ich den Kernbewohner bekomme. Den brauche ich eigentlich sehr dringend. Ich brauche ein Tankpad. So, ich muss kurz schauen, Mikrofon ist gut, okay. Also schauen wir mal. Hier habe ich noch einen Turm sozusagen. Tut hat einfach die Gegner stationär behaken. Naja, die kommen natürlich zu mir. So. Ja, so viel habe ich jetzt in letzter Zeit gar nicht mehr gespielt. Ich hatte so viel vor. Titan Quest ist ein Game, das ich halt immer neben dem Aufnehmen ein bisschen spiele. Das ist meistens sehr gering, weil ich ja eigentlich eher livestreame. Deshalb muss ich schauen, dass ich ein bisschen mehr spielen kann, indem ich hier... Ah, ich habe den endlich, den habe ich nie gefunden. Dankeschön. Sehr nett, hä? Ja, ich habe ihn einfach nie spielen können, sozusagen. Das muss ich jetzt einfach mit dem Let's Show ein bisschen zeigen. Ich werde natürlich nicht alles aufnehmen. Aber ja, in den nächsten Parts vor allem die Boss zeigen, zum ersten Mal besiegen. Oder so neue Items zeigen, alles was ihr wollt. Also schreibt es unten in die Kommentare, wenn ihr was sehen wollt. Also es gibt manchmal Minilegs. Das kann ich gar nicht. Also ihr müsst wissen, dass Titan Quest extrem schlecht auf meinem PC läuft. Es stürzt immer ab nach dem Charakterladen. Also vielmals stürzt es ab mit einem Charakterladen und ja, eben immer wieder Framerate-Einbrüche mit Fraps, wenn ich Fraps anhabe. Das Livestream geht kurioserweise auch nicht mehr. Ich hatte zwei oder drei Parts waren es aufgenommen mit ja, Elektrobrand und dann ging es nicht mehr. Es ist nur noch Black Screen. Ich kann einstellen, was ich will. Dass irgendwas eben ein bisschen kompatibel mit Windows 10 oder 64-Bit oder mit meiner Grafikkarte, der GeForce GTX 980. Irgendwas läuft hier nicht gerade so gut.
Problem, solange ich Fraps benutzen muss, geht's halt nicht. Ich muss unbedingt ein neues kaufen. Also die sind halt sehr teuer, die Aufnahmeprogramme. Zum Beispiel Vegas, das kostet sicher ein paar hundert Franken oder Euro. Und deshalb, ja, muss ich halt ein bisschen Gelege haben, gerade jetzt. Vielleicht manchmal Fraps neu starten oder so. Wenn es nicht geht, gell? Tut mir leid. Wegen dessen. Also es läuft perfekt flüssig. 20 FPS. Aber manchmal gibt es Framerate-Anbrüche von 80-90%. Das ist schlimm. Also jetzt seht ihr wieder, läuft flüssig. Dann läuft es wieder nicht flüssig. Dann läuft es wieder flüssig, egal was ich mache. Ich habe jetzt erst einen PC neu gestartet, Fraps neu gestartet und alles natürlich. Und trotzdem geht es nicht gut. Also mit euch will ich ja jetzt das Level machen, damit ich den Kernbewohner endlich bekomme. Und vielleicht noch ein Level eventuell. Klappt es nicht. Ich weiß gar nicht, wie viel ich muss. Ja, ich muss 2 Levels machen wahrscheinlich. Ja. Mist. Auf jeden Fall werde ich das dann halt im zweiten Part zeigen. Und oh, der hat beschwert Skelette. Wunderbar. Ja. Das Wichtigste ist einfach, dass ich... Ah, ich bin eingefroren. Dass ich euch das zeigen kann, was ihr wollt. Und eben auch bald wahrscheinlich mit einem guten Aufnahmeprogramm. Aber das ist Wahnsinn. Wie unstabil das Game läuft. Das müssen sie unbedingt noch überarbeiten. Die haben, glaube ich, seit Oktober gar nichts mehr gemacht. Jetzt taug ich ein bisschen das nach, oder? Müssen unbedingt wieder weiterentwickeln. Jetzt haben wir dann bald das Problem. Ja. Ich muss mal den Schaden machen, weil die Kreaturen natürlich nicht so viel Schaden machen wie mein Stab. Das ist sehr gutes Equip eigentlich, aber ja, ich muss dafür eben sehr lange farmen. Also intelligent, ja. Ich weiß gar nicht, als Beschwörer muss man doch eigentlich alles killen. Ich skill halt nur Intelligenz eigentlich. Ich mach mal auf Geschicklichkeit. So, ich weiß gar nicht, wie viel ich brauche. Brauche ich nur Intelligenz oder was? Das weiß ich eben nicht. Also Guides über diesen Mod gibt es leider auch nicht. Nur so einen russischen Tipps und Tricks Guide, sonst mehr nicht. Und das kann ich natürlich nicht lesen. Wenn ich es lesen könnte, kann ich es vielleicht ein bisschen übersetzen oder so. Aber so geht es halt schlecht. Translator vielleicht benutzen, aber naja. Mache ich nicht gerne, weil das immer Kauderwelsch ist. Das ist so richtig unlesbar. Das ist nicht so gut. Ja. Also jetzt läuft es wieder flüssiger. Also es liegt manchmal an Gegenden, manchmal einfach, weil Titan Quest nicht so viel Bock hat. Und so weiter. Es tut mir leid, gell, wenn es manchmal liegt. Aber eben, man weiß halt nie, weil YouTube extremst. Ja, verwöhnt sozusagen ist, schalten immer wieder die meisten Leute weg und so. Ich möchte das lieber sagen, damit es doch bei denen, die wenigstens ein bisschen mehr schauen, nicht zu Missverständnissen kommt oder so. Oder ich nicht vollgespammt wird. Oh, du lagst, du Noob, du lagst, du kannst halt kürzlich flüssig spielen. So. Nein, es liegt am Fraps, es läuft extremst flüssig. Sonst. Okay, bei manchmal schnellen Rennen wird schon ein bisschen weniger flüssig, aber ich spiele ja auch nicht mehr auf sehr schnell. Deshalb, also es hat sich schon viel getan. Es läuft schon ein bisschen flüssiger, habe es besser eingestellt. Natürlich auf höchster Grafikstufe, das bringt es ja auch nicht, wenn man die nur niedriger stellt. Deshalb ja, haben wir da so ein paar Probleme noch, aber ich will einfach mehr Titan Quest spielen vor allem. Das ist mir einfach wichtig. Ich habe schon Elektroband ein bisschen ja enttäuscht, weil eben es nicht mehr geht zum Aufnehmen. Und deshalb
Tja, können wir leider nicht mehr gemeinsam aufnehmen, aber wie ihr seht, läuft sie eigentlich relativ flüssig, also könnten wir ja nicht Parts machen. Also ohne Livestream. Wenn es halt nicht anders geht, wenn es halt nicht anders. Ah ja. Ich habe extra eine Maus mit den Zahlentasten links von der Maus. Habe ich schön halt drin gesaugt. Aber das kann ich halt mit der 0 und der 9 Taste nicht. Aha, noch mehr. Ich finde den Mod einfach extremst genial. Ich hoffe, der entwickelt bald weiter. Weil so wie es aussieht, macht er auch schon seit ungefähr 2 Monaten nichts mehr. Ich hoffe, er hat etwas Großes geplant und hat nicht aufgehört. Ist wirklich einer der besten Titan Quest Mod-Entwickler. Weil Diablo 2 Immortal hat mich nie so richtig, ja, interessiert. Also, ja, die Interesse schon, aber es war sehr unbalanciert. Und, naja, schlecht war es nicht, aber extremst unbalanciert. Deshalb, ja, ich habe ja schon ein Let's Play gestartet, aber weil es so extrem schlecht lief, konnte ich das natürlich nicht weitermachen. Weil das braucht noch bessere Grafikleistungen als auf einem neuen, auf einem alten PC läuft es natürlich tausendmal flüssiger. Es liegt einfach an den neuesten Betriebssystemen und also. Hey, spinnt der eigentlich? Genau so etwas hasse ich an diesem Mod. Einfach mal one-hitten. Ich habe nicht mal High-Trink saufen können. Das meine ich eben. Oh, jetzt muss mein Vater nicht wiederkommen mit meiner Katze. Meine Katze will immer mein Zimmer stündig. So die draußen lassen, auch wenn sie kratzt. So meine Tür verkratzen. Oh, wir sind wahrscheinlich falsch. Oh nein, sie sind neu beschworen, also gespawnt. Der übertreibt, ja, darf man den gar noch nicht besiegen, oder wie? Ich muss mal die Zahlentasten benutzen zum Heilen und nicht die Maus. Ja, das ist. Manchmal ist es richtig nervig. Der übertreibt ja extremst, wie schnell der ist und alles. Naja, ich schaffe. Wenn er nicht zu mir kommt, schaffe ich. Ich kann es nicht einsetzen. Der hat so einen harten Schlag, dass ich One-Hit bin, oder was? Eventuell muss ich doch auf Lebensenergie gehen. Ja. Ja, übertreib's noch mit einem Schlag. Es geht extrem schlecht. Ich hatte keine Chance, hinten ran zu machen. Pam, war ich tot. Noch mehr kannst du nicht tragen. Okay, jetzt sind wir voll, hä? Ich will mal kurz schauen, was das war. Aha, Redmans Helm. Shaman's Wand habe ich schon. Kann ich mal verkaufen. Und der Rest muss ich einfach mal kurz. Du hast abschauen. Keinen Platz mehr. Ich will Bowerman. Kann ich jetzt natürlich nicht. Nein, tut einfach mal Boarmans. Ja. Der Boarmans ist der. Der Boar ist der Switch, wenn nein. Oder? Irgendwas. Sein Vieh. Irgendwas ähnliches. Der Boar ist. Das ist doch das Wildschwein, oder? Ja, das ist doch das Wildschwein. Ja, ich kenn's aus irgendeinem Game, das ich auf Englisch gespielt habe. Genau, also nicht mehr den Namen. Irgendwas mit Island. Abel Island, glaube ich. Wie ist es, das Game? Ist zwar nicht gut rübergekommen bei der Community, also beim Berlin Gamers, aber ich finde es mega gut irgendwie, weil es recht taktisch ist. Ich verkaufe an die Weisen und Mächtigen. Bist du sicher, dass du hier einkaufen möchtest? Ja, ich bin Weise und Mächtig. Also endlich. So. Ja, das brauche ich sowieso nicht verkaufen. Und der Haarspalte, den muss ich natürlich auch wiederum holen.
sonst können wir du das jetzt kurz wieder. Noch. Ja. Ich habe, glaube ich, keinen Brunnen. Benutzt. Ja. Oh. Elementarwiderstand ist halt natürlich sehr wichtig. Ist halt zu teuer, also ich kann auch so viele Sachen verkaufen. Ich bekomme das Geld wahrscheinlich sehr schlecht über. Ja, das ist nichts Gutes. Mann, oh, die sind immer so gut. Naja, nicht so gut. Wie meine ich, habe ja ein Set und das brauche ich das gar nicht. Aber ich schaue immer gerne herum. Weil es kann ja sein, dass dann ein Mega-Item auftaucht, dass ich vielleicht mal einen Charakter brauche. Und dann geht's los wieder. Also jetzt müssen wir schauen, dass wir... Sonst können wir das Labyrinth-Schild weglegen und so Sachen. Das brauchen wir wirklich nicht zweimal. Auf gutes Dates tue ich ja verzichten, wenn ich halt keinen Platz mehr habe. Ist nur so. Oh. Das sind immer so lustige Fallen. So richtig viele Monster beschwören. Mag ich. Auch wenn es natürlich belanglos ist und fast nichts bringt. Ist trotzdem cool. Es ist nicht mal nervig. Ist einfach cool. Weil. Entweder man geht in den Nahkampf und ist tot, oder man fällt in Fallen und man ist tot, aber diese Falle ist nie schwer. Es sind immer unterlevelige Gegner. Und deshalb mag ich sie so. Weil ich mag Spiele nicht, die mich One-Hit töten und so weiter. Also, wie heißt das Spiel schon wieder? Ja, danke. Ja. Ja, ihr kennt das. Ah, Dark Souls, genau. Dark und Demon's Souls und so. 1 bis 3 Dark Souls. Und solche Spiele mag ich nicht. Ich bin nicht der, der immer sterben muss. Ich sterbe sehr ungern. Ich sterbe ja im Real Life auch nicht einfach, oder? Also, ich will nicht der perfekte Gamer sein. Das will ich einfach nicht. Mano, ihr blöden Fledermäuse, ihr Spacken. Nerv nicht. Ah, das brauche ich ja auch nicht mehr. Ich sammle immer so viele Sachen. Essenzen. Und so weiter. Bin ich immer voll. Ich kann eben der Ding nicht so gut benutzen, der Vault. Titan Quest Vault. Ich sehe die Items nicht so gut. Welches Item ist? Was ist das schon wieder? Ah, ein Champion. Die Champion wurden einfach mal dreimal größer gemacht. Was ist denn los mit dem Entwickler? Ah, ja. Übertreibt's mal. Ah, da kommt noch ein Sternengegner. Was ist jetzt? Griffst du mich mal an? Ah! Hey, ich hab doch den Trank noch benutzt. Frechheit. Seht ihr? Läuft man. Eigentlich in ein neues Gebiet, kennt es nicht und so ist man eigentlich sofort immer wieder tot. Das ist übertrieben, die Sternegegner, vor allem der Zunderknochen. Der ist verdammt stark. Der ist so extrem schnell und hat eine Feuerraum, also das tötet alle Beschwörungen und so fort. Und dann kommt es zu dir, stunt dich und tötet dich sofort, ganz easy. Das ist übertrieben, ey. Wow. Also manche Dinge sind da in diesem Mod natürlich viel zu übertrieben. Und bedenke einfach, ich spiele das jetzt eigentlich so, ja, noch nicht gerade so gut und mache immer wieder Pausen. Ich kann nicht immer sofort alles wieder merken und so weiter, weil es sind lange Pausen dazwischen. Und dann muss ich in so einen Mod spielen, weil es mir einfach so mega interessiert, oder? Und pasch, bin ich immer wieder tot. Die Interesse ist ja da, aber halt das Ding nicht. Der Willen zum Sterben, der Wille, ein zu schweres Spiel zu machen, ist bei mir nicht da. Ich will leichtere Spiele, dafür schöne Spiele. Aber heutzutage sind alle Mods entweder komplett schwer oder extrem unfair. Also diese Mod gehört eher so zum Unfairen.
Das ist die Belohnung. 973 XP. Wie ist der Grabstein, oder? Voll getarnt. Ja, jetzt muss ich dich wieder beschwören. Ja, ich brauche unbedingt das Tankpack, sonst bin ich da richtig Spaß dran. Das ist eine neue Ratschen Champion. Ah, Rock, brauche ich nicht. Brauche ich vielleicht später. Ich nehme es auf jeden Fall mit. So, jetzt haben wir schon 20 Minuten, aber ich mache 30 Minuten. Meine Videos werden langsam öfters geschaut, es lohnt sich schon, nur auf 30 Minuten zu bleiben. Der Durchschnitt ist bei 23 Minuten übrigens. Also recht gut. Ich habe eine sehr gute Community. Und freue mich natürlich auf jeden weiteren Spieler, also Zuschauer. Und eventuell auch Mitspieler. Also, wenn ich jetzt gerade wieder denke, es machen noch relativ wenige mit. Also ich bin ein sehr netter Mensch. Mir ist überhaupt nicht schlimm, wenn jemand peinlich ist oder einfach die Probleme hat, mit jemandem zu reden oder so. Ja, ihr dürft gerne mit mir zocken, das ist kein Problem. Dafür bin ich auch da, ich biete das an. Andere YouTuber tun das natürlich nicht so machen, aber ich mache es. Und wahrscheinlich wollen deshalb nicht so viele mich vertrauen oder so. Die einfach sagen, ja, die anderen YouTube machen sie auch nicht, dann mache ich sie auch nicht und so weiter. Es ist einfach so ein bisschen die Skepsis von anderen YouTubern bei mir. Und das ist nicht so toll für mich natürlich. Eigentlich extrem ist nicht so toll. Aber nun gut, es ist ja YouTube und YouTube ist ein mega Suchtkreis. Da müssen alle gleich sein. Es darf niemand anders sein, sonst hat er nicht viele Abonnenten. Also es sind wirklich... Die mit den meisten Abonnenten hier, also im Deutschen, deutsche Sachen machen, die mit den meisten Abonnenten sind genau die, die immer das Gleiche machen. Extremst langweilig sind für mich. Und ich bin immer schon einer, der kleine YouTuber unterstützt. Aber eben, ich will keine Werbung und weiteres will ich auch nicht. Weil ich eben einfach... für mich sein will. Ich will euch nicht unterstützen, wenn ihr Werbung macht. Das ist einfach so. Ja, schon wieder ein Schild. Ich brauche keine Schilde. Ich benutze nie Schilde, also beim Verteidiger. Auch schon mal kapiert. Ja, das ist immer der gleiche Schild. Immer das gleiche Schild. Heftigst. Wahnsinn, hä? Man findet immer nur das gleiche Zeug. Ah, da unten ist die Höhle. Ich will mal dort rein noch kurz. Einen Brunnen haben wir ja gefunden und können wir dann das nächste Mal hier weitermachen. Oder oben beim Händler. Gehen wir noch beim Händler hin, hä? Nur kurz reinschauen. Sonst kann ich auch mal wieder ein längeres Video machen. Ist kein Problem. Oh ja. Da sind nämlich immer Sternengegner drin. Die sind echt schlecht balanciert, weil er ja natürlich nicht viel gemacht hat nach der Anniversary-Version, wo die eingeführt wurden. So, der war leicht. Wenn die Gegner nicht irgendwie böse sind, sind sie relativ leicht. Aber wenn sie irgendwas Böses haben, einen Stun oder so, das ist finito. Oder eben ein One-Hit-Kill-Angriff. Hat sich der Entwickler gedacht, ja, wir machen einfach mal eine Null mehr. Der Spieler wird ja sowieso nicht sehen. Bumm, sofort tot. Oh, 13.700 Gold. So, Tür. Tür auf. Das ist der Wind. Wir haben halt nicht so gute Isolierung in einem alten Baumhaus. Deshalb der Wind manchmal. So, jetzt sind wir fertig, hä? Nehmen wir noch den Trank mit, wenn ich das hier schaffe. Ja, die Auflösung ist natürlich groß und mein Bildschirm riesig und deshalb kann ich manchmal nicht so gut erwischen, weil alles so winzig klein ist. So, also hier oben waren wir. Jetzt müssen wir noch kurz zum Portal gehen, also zum Wegpunkt. Ja, da ist es ja schon.
Stimmt. Also hatte ich das gut in Erinnerung, weil ich ja so wenig spiele. Vor allem so weit komme ich fast nie. Wenn ich manchmal immer wieder wenig spiele, dann denke ich immer wieder ein bisschen um, wie ich einen neuen Charakter anfange und so weiter und natürlich nicht den weitermachen. Und dann kommt das einfach, dass ich immer wieder neue Charakter erstelle. Immer wieder. Weil ich einfach nie zufrieden bin. Ja, es ist halt auch schwer, die Auswahl. Also ich bin einer, der nie Charakterklassen auswählen kann, richtig. Er ständig, wirklich ständig einen neuen Charakter erstellen muss und immer träumt vom hohen Level. Das kriege ich doch nicht hin, wenn ich immer wieder neu anfange. Halt die Spiele nie komplett immer sofort durchspielen und so weiter. Recht viel immer Zeit investiere fürs Items sammeln und so. Ich bin nun mal so. Ich bin nun mal dieser kleine, ja, Entdecker oder so. So, wir müssen, ja, da gibt es hier nicht Druiden-Sachen finden. Das sind nur die Transmitter. Champion-Herd-Fragment. Also der macht aus zwei verschiedenen Champion Hearths einen Warfare Add. Das brauche ich doch nicht. Na gut, jetzt haben wir zwei Fledermaus-Zähne, aber ich brauche ja die. Ich muss mal wieder farmen gehen. Im nächsten Mal habe ich wahrscheinlich dann das Blood Lead. Oder wir stellen es dann her. Hä? Und jetzt gehe ich jetzt mal wieder molen. Und für euch, Dankeschön fürs Zusehen. Hat mir Spaß gemacht, hier aufzunehmen. Nächster Part kommt dann in ein paar Tagen. Hä? Und wenn es gut ankommt, dann natürlich Daumen nach oben und ich mache dann mehr Parts, gell? Dankeschön und auf Wiedersehen. Tschüss.